Ha, ich dachte jetzt gerade, es wäre wirklich ein Failure. Jetzt kommen Viren hier. Wie geil ist das bitte? It's come on time. Talk about weird. It's come on time. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac, It's Amiga Time und ich habe ein Game wiederentdeckt, welches ich ewig lange gesucht habe. Und zwar ist es ein Shoot'em'up Construction Kit Game. Es nennt sich einfach Commodore Amiga The Game. Und man muss da alles Mögliche abschießen. Ich glaube, die Story des Games war irgendwie ganz abgedreht. Man muss irgendwie Geld sammeln, um Commodore zu retten oder so. Gut, jetzt machen wir das mal. Ein oder zwei Player. One Player Boing Ball. Joystick in Port 1. Player 2 Checkmark. Joystick in Port 2. Restart. Linker und rechter Mausbutton. Beginn, Press, Fire. Also es ist eine Kombination aus Maus- und Joystick-Steuerung. Also Pause ist. Ja gut, ich will aber jetzt nicht pausieren. Ich will jetzt einfach loslegen. Ich hoffe, es geht so. Ich hoffe, es funzt. Okay, so. Und was ich halt hier ganz geil finde. Dedicated to the angst that made Amiga fun. Ich kann also schießen. Ah, ich kann mich also. Ja, genau. Man muss ja alles Mögliche abschießen. Alles Mögliche aus der Videospielewelt wird einem begegnen. Wie zum Beispiel da, Atari-Symbole und sowas. Oh. Und ja, ich habe es als sehr hart in Erinnerung. Es ist tatsächlich verdammt schwer. Es ist ein Shoot'em'up Construction Kit Game. Und ich glaube, das ist 1994 ist es erschienen. Und ich habe das total cool gefunden damals, weil es so speziell war. Die Mucke wiederholt sich zwar wieder, aber ist wurscht. Weil da kommt nachher noch alles mögliche verrücktes Zeug. Wenn ich denn so weit komme, das ist hier noch sehr fraglich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leben man hier hat. Ich glaube, das geht auf Zeit. Man muss innerhalb von 10 Minuten muss man eine bestimmte Punktzahl sammeln oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Sämtliche Kollisionen mit irgendwas sind tödlich. Aber ich finde es geil, dass es hier läuft. Allerdings von der Workbench aus. Also es ist nicht selbstbootend, das Game. Ich hatte, als ich die Diskette reingesteckt habe hier in Amiga 500, habe ich erst gedacht, da ist nichts drauf. Dann habe ich aber was anderes genommen, um eine Workbench zu haben. Mein Gott! Und dann konnte ich das hier von der Workbench aus starten. Und jetzt kommen nämlich auch andere. Was ist das da oben? Lemmings? Ja, da oben ist überhaupt keine Chance vorbeizukommen. Bounce, 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 bounce. Also nach rechts und links bounce ich. Was für Samples. Ja, und ihr seht eben da, man scrollt an allem Möglichen vorbei. Genau, Games-Schublade. Ich glaube, es kommen nachher auch noch MS-DOS-Sachen und sowas zum Abschießen. Da kommt die Workbench. Also es wird immer interessanter hier, ne? Es ist eigentlich richtig geil, was sie da reingebaut haben. Das fand ich so special, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und ich habe da so lange nachgesucht. Ich habe einfach den Namen des Games nicht mehr gewusst. Und dann bin ich irgendwie rein zufällig, bin ich da drauf gekommen und habe es wiederentdeckt. Und denk so, ich dachte jetzt gerade, es wäre wirklich ein Failure. Jetzt kommen Viren hier. Wie geil ist das bitte? Wieder raus.
die Games-Schublade. Was schmeißen die da? Copyrights? Ja, ist die Copyright-Symbole. Die man natürlich auch nicht berühren darf. Boah, was ist denn das für ein hartes Vieh? Der kackt ja einen nach dem anderen. Ah, hier muss man sich auch noch... Das ist so krank. Das ist so krank, dass sie da eben einfach richtig geil ist. Das heißt CompUSA. Compaq. PCs für 99 Cent. Da sind so viele Anspielungen und Sachen drin. Das ist einfach richtig geil, was sie sich da haben einfallen lassen. Ich finde es so geil, dass ich das wiedergefunden habe. Ich kann es kaum believen. Da, jetzt kommt Windows. Intel Insight. Ja, geil. Das ist so geil. 99 Cent PC und hier Windows-Symbole. Aber das Ziel, diese Punktzahl zu erreichen, die dann ja Cash sein soll, das wird mir wohl nicht gelingen. Mal gucken, was noch Verrücktes kommt. Aber es sind alles genauso Sachen, an die kann ich mich noch erinnern. Vor allem ist das mal ein Shoot'em'up Construction Kit Zeug Game, wo man nicht sofort Game Over ist irgendwie. Weil die sind ja allgemein recht hart vom Schwierigkeitsgrad. Wobei ich den Start mit den Atari-Symbolen auch hart finde. Ich meine, gut, Atari war ja auch in der ganzen Videospielgeschichte immer mal wieder ein harter Konkurrent für Commodore. Sie teilen sich zumindest auch einen gemeinsamen Firmenchef. Jack Tramiel oder so, sprach der sich. Der war ja zuerst bei Commodore und war dann später irgendwie gefrustet zu Atari gegangen und wollte eigentlich immer nur Rache. Boah, ey, bist du der Endgegner? Wie kann man dich denn kriegen? Der schießt auch noch mit der Hälfte. Und jetzt? Kommt sie dann oben wieder raus oder ist das gewesen? Ah, wieder ein Software-Failure. Was kommt denn diesmal? Wieder virenverseuchte Disketten und... Boah, jetzt kommt alles auf einmal hier. Der Super-GAU kommt jetzt. Virenverseuchte Windows-Disketten. Oder was? Voll krank, was hier abgeht, oder? Aber ich mag es total. Was kommt denn diesmal? Ich würde sagen, das nennt sich hier Super Highway, ja. Datenautobahn, ne? Ah, jetzt kommt auch noch Apple ins Spiel. Alter! Das ist einfach nur hart. Hier kann ich, glaube ich, gar nichts abschießen. Hier kann ich einfach nur ausweichen. Ja, die Apples kann ich gar nicht erschießen. Oder doch? Kann man doch. Man muss nur irgendwie 100 Mal draufschießen. Meine Güte, ist das heftig hier, ey. Da bleibe ich besser hier. Auf dem Datenhighway ist die Hölle los. Ich finde es einfach zu geil, was sie da reingebaut haben, alles. Oh, jetzt kommt IBM schon wieder. IBM ist natürlich mit auch der Tod. Nee. Dann bleib doch da. Komm nicht auf die Idee, dich zu mir rüber zu bewegen. Ich frage mich, wie lange es noch geht. Okay, und was kommt jetzt? Wieder was Neues. Was völlig Unbekanntes. Oh, Amiga Discs. Autsch. Jetzt ist Game Over. Nee, doch nicht. Noch nicht. Ich bin auf jeden Fall noch nie so weit gekommen. Jetzt geht's aber wirklich ganz schön hier zur Sache.
Ah, jetzt kommt hier wieder Amiga Workbench. Workbench 2.0. Ich fass es nicht, ey. Es ist so geil, was sie alles eingebaut haben. Ich liebe es. Ich liebe es. Wirklich toll, was sie sich hier ausgedacht haben. Boah, der Schuss ging auch um Sakaris Breite an mir vorbei. Schaffe ich den noch? Boah. Was schießt der da? Sah aus wie MIDI-Ports. Game over, Fragezeichen. Ja, woher soll ich das wissen? Ich würde sagen, ja, ne? Okay, liebe Leute. Das war Commodore Amiga The Game. Und ich muss sagen, sehr geil, was sie sich hier ausgedacht haben. Das ist irgendwie total krank, oder? Aber ich finde es hammergeil und ich finde es so geil, dass ich das jetzt endlich wieder in meiner Sammlung habe. Das gebe ich da auch nicht wieder raus. Also, dieses Programm. Schön, dass ich es gefunden habe. Das war auch eine Odyssee, das überhaupt zu finden. Vor allem dann, wenn man den Namen nicht wusste, ne? So geil. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht, wie mir es Spaß gemacht hat, dieses abgedrehte Game mal wieder zu zocken. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben und noch geiler über ein Abo meines Kanals, damit die 700 mal in greifbare Nähe rückt hier. Würde mich freuen und motiviert dann auch ungemein. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video, whatsoever da comes. Macht's gut.